Nichts. Nicht ein einziges Piratenschiff in Sicht. Und ich bin am Verhungern. Ich werde mir einen Brombeersaft zum Frühstück machen. Ich hoffe, Sie sind schon reif genug für die Ernte. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Summer in Mara. Ja, wir haben unseren ersten Tag. Wie konnte man jetzt hier nochmal aufstehen? Ach so, mit Escape, genau. Wir haben unseren ersten Tag hier auf der Insel überstanden. Ich glaube, einen Schlüssel hatten wir nicht bekommen. Nee, hatten wir nicht bekommen. Der zweite Tag ist jetzt angebrochen und ich habe keine Ahnung, was wir hier machen können. Warum sieht das hier alles so verdorrt aus? Wir haben doch jetzt nur einen Tag mal nichts gemacht. Das ist doch Sauerei. Können wir da mit irgendjemandem sprechen? Wo ist denn unsere Großmutter? Ja, Großmutter ist es ja jetzt nicht direkt. Unsere Findel-Großmutter sozusagen. Was ist denn mit dem Schiff hier passiert? Hallo? Hallo, soll springen. Ist sie weg? Das geht ja gar nicht. Warum sieht das denn hier so aus? Also das gefällt mir jetzt hier alles so gar nicht. Wir können uns noch mal neue Köder nehmen. Wir haben jetzt nur die Karotten im Inventar. Sind hier aber gerade komplett alleine auf der Insel. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Also wir holen uns mal ein paar Sachen, damit wir uns zur Not noch selbst versorgen können. Wir haben ja auch ein Rezept. Wie, wir können keine Werkzeuge mehr machen. Achso, das war. Den haben wir aber eigentlich gemacht. Ich denke mal, den müssen wir nur einmal machen. Küche. Leckerer Fisch. Ja, wir haben jetzt noch keinen Fisch gefangen. Das können wir aber später noch machen. Hier sieht auch alles so verdorrt aus. Was mir jetzt aber wirklich Sorgen macht, ist, wo ist sie jetzt hin? Also die gute alte Frau, mit der wir hier zusammenleben. Was ist das eigentlich? Sehe ich jetzt erst. War das mein Federball? Also von hier sieht es aus wie so ein Federball, aber von da sieht es irgendwie komisch aus. Was ist denn das? Kann man da irgendwie. Nee, kann man auch nicht durchscrollen oder so, doch. Sammle ein paar Beeren, um Saft herzustellen. Moment. Ach so, das sind die Missionen. Ah, okay, gut. Dann habe ich einfach nur zu lange nicht mehr gespielt. Dann müssen wir jetzt erstmal ein paar Beeren sammeln. Stimmt, ich glaube, das kam nämlich auch, wo der Tag angebrochen ist. Das reicht. Okay, das ist sehr schön. Ich glaube, ich erinnere mich an das Rezept, das Jaja mir gegeben hat. Ich muss nur diese Beeren zerdrücken und das war's. Ja, das ist ein tolles Rezept. Okay, gut, akzeptieren wir. Bereite Brombeerensaft im Haus zu und trinke ihn zum Frühstück. Dann wird sie wahrscheinlich hoffentlich auch kommen. Es wäre schön, wenn er das mit dem Akzeptieren auch annehmen würde. So, perfekt. Dann Küche. Stellen wir etwas Brombeerensaft her. Wobei Brombeerensaft zum Frühstück trinken, naja, wissen wir alle, ist nicht besonders viel, ne? Das schmeckt gut, aber ich habe in letzter Zeit nur Wildfrüchte gegessen. Ich sollte die Felder bepflanzen. Oder ein Nickerchen machen. Nein, Moment. Ich muss die Felder vorbereiten. Und bepflanzen. Und ernten. Uff, Arbeit ist anstrengend. Oh, hat sich gerade einfach so Karottensamen geholt. Sehr schön. Du hast ein neues Rezept. Gegrillter Fisch. Das ist auch sehr schön. Dann kann ich den endlich mal grillen. Bereite zwei Ackerfelder vor und bepflanze sie dann. Okay. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das ging. Moment. Ach so, genau, mit dem Rädchen. Das hier war es, glaube ich, ne? Vorbereiten. Ach so, mit E vorbereiten. Man drückt immer automatisch die Maustaste. Deswegen einmal sehen. Zack. Deswegen war das auch so komisch, weil das war ja alles schon vorbereitet.
Und jetzt müssen wir irgendwie wieder komplett von vorne anfangen. Warum, weiß ich nicht. Ups, ich habe die Felder nicht gegossen. Koa, schäm dich. Ich sollte einen neuen Brunnen bauen, aber ich bräuchte dafür einen Hammer. Vielleicht kann ich mit der Axt Materialien aus dem alten, kaputten Brunnen gewinnen. Ich erinnere mich nicht, wo ich den Hammer zuletzt hingelegt habe. Vielleicht kann ich einen neuen anfertigen. Ah, perfekt. Okay. Benutze die Axt, um den alten Brunnen zu zertrümmern und die Materialien für die Herstellung eines Hammers in der Werkstatt zu erhalten. Den alten Brunnen zertrümmern. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne. Ich brauche eine bessere Hake. Okay. Ja. Achso, hier ist der Brunnen. Okay. Moment. Irgendwo haben wir eine Axt gehabt hier. Zerstören. Und nu? Müssen wir einen neuen bauen. Werkzeuge. Genau. Gut, mit dem Hammer kann ich Dinge bauen und Steine für neue Materialien zertrümmern. Aber ich brauche noch etwas. Ah, jetzt weiß ich es. Einen Eimer. Das heißt übrigens einen Eimer. Ich muss einen Eimer für den neuen Brunnen herstellen. Ich werde mehr Materialien sammeln. Okay, ich habe ein neues Rezept. Das ist auch schön. Und sogar einen Zaun. Und den Hühnerstall oder nur das Ding für den Hühnerstall. Aber ich gehe mal davon aus, den ganzen Hühnerstall. Und ein Seil kann ich machen. Ach du Schande. Was brauche ich denn da alles für Material? Moment. Steuerung war Mission, genau. Stelle einen Eimer her. Ja, das hilft mir jetzt nicht besonders viel. Dann gucke ich mal in der Werkstatt. Eimer. Achso, dafür brauche ich nur Holz. Okay, gut, perfekt. Das können wir doch besorgen. Kein Thema. Stimmt, der haut ja immer dreimal drauf. Beziehungsweise sie. So, vier, fünfmal Holz. Reicht das für den Eimer? Ich glaube, ja, da stand zwei oder drei, meine ich, drauf. Das war jetzt eine Mischung aus drauf und dran. Doch, Moment, da war er doch. Zwei, genau. Dann machen wir einen neuen Eimer. Nachdem ich den Eimer hergestellt habe, was hat Jaja noch gesagt? Einen Brunnen zu bauen ist ganz einfach. Ein Loch im Boden, Holz und Steine. Ich finde das gar nicht so einfach. Oh. Ich werde Holz von einigen Bäumen sammeln müssen. Mit dem Hammer kann ich die Steine in der Höhle zertrümmern. Ich bin wirklich geschickt. Okay. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen Holz. Können wir halt die ganze Zeit nicht pflügen. Also hier bewässern. Nicht pflügen. So, einen Baum machen wir noch. Das sollte, denke ich mal, hoffentlich reichen. War das jetzt nochmal mit dem Sehen? Pinienkern, Orange. Ach, das sollte ein Pinienkern sein, okay. Ein flacheres Stück Land. So, theoretisch müsste dann ja ein neuer Baum daraus entstehen, ne? Nur, dass wir den dann noch bewässern müssen. Okay, wir gehen jetzt erstmal zur Höhle. Schnappen uns den Hammer. Oh, das können wir auch direkt mal mitnehmen hier. Damit wir dann auch keinen Hunger kriegen. So, die Frage ist jetzt. Das sind wahrscheinlich keine normalen. Doch, das sind normale Steine. Okay. Aber die können wir nicht nehmen. Ah, okay. Ah, aber das ist was anderes. Sind aber auch Steine dazwischen. Ich denke mal, das könnte vielleicht Eisen oder so sein. Das ist vielleicht Kupfer? Würde ich jetzt so spontan sagen, aus meiner jahrelangen Minecraft-Erfahrung. Halt, stopp, was bist du? Ach, du bist eine Blume. Okay, dich kann ich eh nicht nehmen. Okay. Nehmen wir hier auch nochmal was.
wenn wir schon mal unterwegs sind, dann können wir ja auch die Früchte alle nochmal mitnehmen. So. Kann man hier eigentlich was mit... Doch, Moment. Bauen. Möchtest du ein neues Bauelement bauen? Ah, dafür brauche ich 8 Bretter, 3 Nägel für einen Hühnerstall. Okay, das können wir leider noch nicht machen. Wieso ist denn der Hühnerstall eigentlich kaputt? Verstehe ich nicht. Muss ich jetzt jeden Tag wieder die gleichen Sachen neu machen, oder wie? Hier war doch eigentlich der Brunnen. Wieso kann ich den hier jetzt nicht mehr bauen? Das ist natürlich doof. Oder muss ich den hier drinnen bauen und dann... Nee, da kriegen wir nur den Eimer. Werkzeuge. Brauchen wir denn ein Seil? Normalerweise für einen Brunnen brauche ich auch ein Seil, ne? Benutze den Hammer, um einen Brunnen neben den bepflanzten Ackerfeldern zu bauen. Ach so. Ach so. Nee, den Hammer habe ich doch drin. Zerbrechen. Ich brauche einen besseren Hammer. Okay. Ja, und wieso kann ich jetzt hier keinen Brunnen mehr bauen? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil hier ist auch nirgendwo eine Markierung. Hm. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, finde ich es jetzt ein bisschen blöd gemacht, weil man halt keine Erklärung hat. Weil jetzt ist natürlich der alte Brunnen hier weg. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich was machen soll. Also mein Inventar habe ich letztendlich ja auch nichts. Ach, hiermit kann ich wechseln, ne? Genau. Also den Eimer habe ich, den habe ich ja schon erstellt. Das Seil habe ich jetzt erstellt. Benutze den Hammer, um einen Brunnen neben den Pflanzen Ackerfeldern zu bauen. Das funktioniert ja nicht. Verbrauchsgüter. Ich verstehe jetzt nur nicht, warum der hier nicht auf die anderen umswitcht. Und ich habe ja auch den Hammer in der Hand. Also daran liegt es definitiv nicht. Da braucht er wahrscheinlich wieder einen besseren für, ja. Dachte ich mir schon, vorbereiten. Nein. Ach. Ja, das ist jetzt alles schön und gut. Nur das Problem ist halt, es bringt mir alles nichts, wenn das dann... Orangen? Nee, ich will die sehen. Ich will die nicht essen. Oder habe ich jetzt den... Ich habe jetzt nur noch... Nee, da habe ich es. Jetzt kann ich da nur noch Gemüse anbauen, oder was? Gut, sehen wir halt die Brombeeren hier. Okay, das geht nicht. Machen wir hier die Brombeeren hin. Aber ich habe doch noch Karotten, oder nicht? Doch, hier, Karottensamen, meine ich doch. So klappte das eben nicht. Muss ich jetzt nicht verstehen. So. Jetzt haben wir wieder was gemacht, was wir nicht machen sollten. Aber ich kann den Hammer immer noch nicht benutzen, um hier einen neuen Brunnen zu machen. Wir können jetzt hier mal so ein bisschen rumlaufen. Ah ja, ich war ja müde, stimmt. Ja. Wir können gar nicht mehr rumlaufen. So, wir sind jetzt wieder ein bisschen gestärkt, aber ich glaube, wir sollten uns auch noch was zu essen machen. Sonst fallen wir, glaube ich, komplett vom Fleisch. Ach so, Fisch haben wir jetzt gar keinen mehr. Rotflossenwels. Würde ich sagen, dann angeln wir mal eben ganz schnell noch einen Fisch. Da kann ich nur den Hühnerstall machen. Was anderes kann ich hier nicht machen, ne? Aber warum muss ich den nochmal neu machen? Ich verstehe das nicht. Was ist mit dir? Hier kann ich einen Brunnen bauen. Das ist doch nicht in der Nähe von den Feldern. Wollt ihr mich veräppeln? Ach, ich brauche noch einmal Holz mehr. Wieso sagt mir das denn keiner?
ist jetzt nicht euer Ernst. Brauchen wir da doch so viel von? Tja, eigentlich sollte ich den in der Nähe der Felder machen. Aber da das ja nicht funktioniert, müssen wir das dann hier machen. Nein, ich wollte springen. Oh. Danke, lieber Berg. Danke, lieber Baum. Ich hoffe, euch gefällt der Brunnen, den ich angefertigt habe. Und nun gieße ich alles. Dieser Teil gefällt mir am besten. Ja, kann ich gerne machen. Aber kann ich hier noch irgendwas anderes? Ich kann hier noch was bauen, ne? Stand doch gerade noch Kuh. Diese frechen Schweinchen sind eines Tages weggeschwommen. Ich vermisse sie so sehr. Okay, na gut, ich weiß jetzt nicht, wo ich die Nägel auftreiben soll. Hier ist das jetzt natürlich ziemlich scheiße gemacht, muss man sagen. Ja, das ist auch so eine tolle Sache. Ich soll das ja hier hinten gießen. Das ist eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich. Ich frage mich, ob es noch andere Inseln gibt wie meine. Ich wünschte, ich könnte sie besuchen. Aber die Quelle liefert gerade keinen Treibstoff und das Boot ist immer noch kaputt. Egal, ich gehe an den Strand und sammle ein paar Muscheln, die mir von den Wellen Maras geschenkt wurden. Okay. Also, wir sollen Muscheln sammeln. Ich habe das jetzt hier bewässert. Das Problem ist nur, wie soll ich das bewässern, weil ich durfte ja nicht neben den Feldern bauen. Das ist doch total Mist. Ich verstehe immer noch nicht, wie die Hühner im Hühnerstall gelernt haben zu fliegen. Und hier kann ich nur den Hühnerstall machen. Das ist total doof. Koa, ich finde es gar nicht gut, dass du jetzt hier hinten einfach die Sachen rausgenommen hast. Weil das Problem ist ja, ich kann zwar stehen bleiben, aber hier wird alles bewässert, nur nicht der Teil, wo ich hinlaufen möchte. Ne? Hat der es angenommen hier hinten? Ja, das hat er noch angenommen. Okay, dann da hinten. Ja, hätte ich das jetzt vorher gewusst, hätte ich den natürlich ganz anders platziert. Also nicht den Brunnen, den konnte ich ja nicht anders platzieren, aber den Baum. Oder das, was mal ein Baum werden soll. So, ich hoffe, das hilft. So, dann müssen wir jetzt erstmal Muscheln suchen. Da sind Schnecken dran, aber jede Menge. Koa ist erschöpft. Och nö, komm, dann geht die wieder woanders hin. Ich bin so hungrig. Dann nimm dir doch einen Saft. So, ich wollte auch eigentlich keine Muscheln sammeln. Ich wollte eigentlich ursprünglich mal angeln gehen. Aber da der uns jetzt gesagt hat, wir sollen Muscheln sammeln. Diese sind wunderschön. Perfekt zum Dekorieren. Jaja liebt sie immer. Ach, was für ein anstrengender Tag. Meine Möwen hätten mir wenigstens helfen können. Aber Möwen sind faul. Hier kann man angeln, oder? Oh nein, ich habe keinen Köder, um hier zu fischen. Ist das ein anderer Köder als hinten? Das ist doof. Was ist das denn hier? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht irgendwie lustig aus. So, die können wir auch direkt mit einsammeln. Brauchen wir bestimmt noch mal für andere Sachen zum Bauen. Ach, da können wir doch sicher Nägel draus machen, oder? Das wäre natürlich cool. Auf
Von hier haben wir die Insel noch gar nicht angeguckt, von hier unten. Können wir eigentlich schwimmen? Doch, wir können schwimmen. Okay, perfekt. Komischerweise geht da die Ausdauer runter. Das ist ja, ja gut, so ein bisschen ist es im normalen, also im echten Leben ja auch so. Aber in der Regel ist es ja so, dass man ja mehr oder weniger endlos im Wasser sein kann. Ich meine, gut, man wird dann schrumpelig, aber ja, es hat halt sonst keine negativen Auswirkungen. So, okay, also ich habe mir den Köder für hier geklaut. Dann würde ich sagen, dass wir hier jetzt auch nochmal kurz angeln gehen. Wo sind denn die Tasten? Was musste ich nochmal machen? Ich weiß es nicht mehr. Okay, anscheinend habe ich alles richtig gemacht. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert gewesen. Also einmal angeln durften wir noch. Dann würde ich sagen, dass wir uns jetzt erstmal was zu essen machen, weil wir doch sehr großen Hunger zu haben scheinen. Leckerer Fisch mit Karotten. So. So, dann. Den essen wir erstmal. Zack. Och, da hatten sie aber auch nicht so viel gebracht jetzt. Na gut. Wir können noch eine Karotte essen. So, das ist doch wunderbar. Da fällt mir übrigens ein, ich habe auch noch Bio-Karotten. Die muss ich auch noch machen. Was brauche ich denn? Achso, hierfür brauchte ich die Nägel, ne? Bretter kann ich auch selber noch nicht machen, soweit ich weiß. Was müssen wir überhaupt jetzt machen? Wir haben etwas sehr Interessantes, wird bald passieren. Okay. Das ist schön. Ich weiß aber nicht wann und ich weiß nicht wo und ja, überhaupt. Dann würde ich sagen, dass wir in der Zwischenzeit einfach nochmal ein bisschen abholzen. Vielleicht kommt ja die, ich sag mal einfach Großmutter. Also wenn ich Großmutter sage, dann wisst ihr ja, wen ich meine. Sozusagen die Findel-Großmutter, die uns gefunden hat. Nimmst du das jetzt auf hier? Das war, glaube ich, Harz, ne, was wir da drin hatten. Da drin ist noch nichts Neues. Was war das denn hier? Blätter? Okay. Sind das jetzt spezielle Blätter? War hier eigentlich irgendwas? Nee, da sind wir nur rumgelaufen mit dem Feuer, ne? Okay, hier haben die auch nochmal so Blätter. Ich habe aber keine Ahnung, was das jetzt für welche sein sollen. Nee, da war nur das große Feuer. Okay. Da können wir gerne noch mal gucken, wenn sie uns denn hier hinlassen. Oh. Ich brauche eine bessere Hacke. Okay. Für die Blumen, oder wie? Aber das ist schön hier mit den Muscheln. Es ist echt schön gemacht. Können wir denn hier irgendwas machen? Oh. Ich habe schon auf der ganzen Insel nach den glänzenden Steinen vom Tor gesucht, aber ich konnte keine finden. Oh. Ich habe keinen Kristall. Okay. Ich habe nichts, mit dem ich die Flüssigkeit dieser Quelle sammeln kann. Ja, doch, du hast einen Eimer, ne? Oder haben wir den Eimer jetzt gebraucht? Nee, wir haben den immer noch. Wir haben doch den Brunnen jetzt gebaut, hä? Okay, das verstehe ich nicht so ganz. Also, das sind so Situationen, wo ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, das finde ich ein bisschen blöd, weil man läuft dann hier ein bisschen rum. Ich meine, klar, man könnte jetzt die Insel erkunden, aber mal ganz ehrlich, was will man jetzt hier groß erkunden? Ich meine, so groß ist die Insel jetzt nicht. Das Einzige... Ah, nee, da komme ich wieder zurück. Das Einzige, was ich machen könnte, ist im Endeffekt nur, ja... Das, was ich gerade mache, letztendlich machen. Also jetzt wieder ein bisschen farmen und wieder ein bisschen was sammeln. Was ist denn das hier? Jaja hat immer gesagt, dies wäre ein Schafstall. Aber ich habe nie welche gesehen. Okay, also hier kann man wohl
theoretisch einen Schafstall bauen. Beziehungsweise ich kann hier nur einen Zaun bauen. Wieso kann ich hier nur einen Zaun... Ach so, weil der ausgewählt ist. Okay. Vielleicht werden die auch später noch freigeschaltet. Das kann natürlich auch sein. Ja. Im Moment passiert ja leider nichts. Also normalerweise würde ich sagen, dass ich den Tag schon mal schließe. Das Problem ist nur, dass da jetzt drin stand, dass bald etwas passieren wird. Und ich denke mal, der meint dann im Laufe des Abends oder so. Ich würde sagen, dass ich jetzt hier erstmal noch so ein bisschen, ein bisschen die Sachen abfarme und dass ich euch dann später nochmal hinzuschalte, sollte wirklich noch irgendetwas Gutes hier passieren. Ich weiß auch nicht, was ich da unten für Köder brauche, wenn ich da angeln möchte. Das wäre natürlich auch gut zu wissen. Machen wir es einfach so. Ich kürze das Ganze hier ein bisschen ab und sollte noch irgendwas Gutes passieren, dann schalte ich euch gleich nochmal hinzu. Wenn nicht, sage ich schon mal bis zur nächsten Folge. Was ist das dort am Strand? Vielleicht ein Schiff? Geh zum Strand und finde heraus, was es mit dem hellen Licht auf sich hat. Okay, also ich habe jetzt hier extra noch lange rumgefarmt, aber ich hätte anscheinend nur schlafen gehen müssen. So, was für ein helles Licht hier am Strand. Reden die von dem Ding im Wasser, oder? Oh, was für ein schönes Licht. Komm, Lichtlein, komm her zu mir. Hab keine Angst. Oh. Hast du dich verirrt? Kann ich dir helfen? Komm nur, sei nicht schüchtern. Es ist weg,